Schaut her, seht zu, folgt den Spuren von Hundsbuckel Outdoors Wanderschuh. Ja, hallo, liebe Wander- und Outdoor-Freunde. Ich begrüße euch hier von der Traumschleife Stummaugelweg. Viel Spaß beim Zuschauen, euer Hundsbuckel Outdoor. Kurze Info für den Anfang. Die Strecke ist ca. 14 Kilometer lang und zu dem Zeitpunkt dachten wir noch, es würde schön sonnig werden. Aber nachher kam der Nebel. Seht selbst. Ja, hier probiert die Sonne durch den Nebel durchzukommen. Aber sie schafft es nachher auch kurz, aber nur kurz. Hier über die Felder ich gehe. Nur Nebel ich sehe. Ach schaut, da die Sonne. Welch Wonne. Bisschen Spaß muss sein. Kleiner Dichter und Denker. Hier sind ja Wege, wie ich sie lieb. Schöner kleiner Single Trail, wenn auch nur kurz. War wunderschön. Ja, bis jetzt gefällt mir der Weg ganz gut. Schön geführt bis jetzt. Die Sonne kommt auch so langsam raus. Was will man mehr als Wanderer? Noch hier so einen schönen Weg, kleiner Single Trail, einmal quer hier durch. Top. Ah, mit der Sonne war es wohl doch nicht so weit her. Ist doch wieder nebliger geworden, wo wir jetzt höher gegangen sind. Aber ich glaube, es wird heute noch. Warte, Action, Action. Hier gehen wir über Wald und Flur. Was sehen wir? Nebel nur. Haha, hurra, die Sonne ist da. Ist das schön. Das war der perfekte Platz für unsere Mittagspause. Schön in der Sonne, was will man mehr? Und die Brötchen schmecken gleich doppelt so gut. Und die Aussicht von hier war auch richtig schön. Auch wenn wir im Hintergrund natürlich Nebel hatten. So, frisch gestärkt, die Sonne im Gesicht. Geht's weiter auf dem Weg. Trotzdem, ich sag ja, so Nebel hat doch was, ne? Sieht schon geil aus so. Also auf jeden Fall würde ich sagen, den Weg hier werden wir im Frühjahr auf jeden Fall nochmal laufen. Um auch die Aussichten sehen, die wir jetzt verpasst haben. Ja, wir haben jetzt noch so 3,2 Kilometer ungefähr. Ich muss sagen, wir zwei sind eigentlich heute ziemlich zufrieden mit dem Weg. Recht schön geführt. Mal Felder, mal Wald. Ja, schön. Einfach bewegen. So, und jetzt? Ja. Und jetzt? Das haben wir nicht aufgepasst. Schild, Schild, Schild. Ja, geradeaus über Dings.
War kein Schild. War kein Schild. Schild, Schild. Ah, ich glaube, da hängt Schild, oder? Schaut er aus. Da war nix. War nix. Ne, ist kein Schild. Ah, mal gucken, ob wir ihn wieder finden. Bis gleich. Ah, da unten ist eins. Hier unten ist eins. Wir müssen geradeaus. Ah, Schild gefunden. Jetzt wissen wir wieder wo. Mal irgendwo fehlt hier. Weil hier geht einmal darüber. Wir gehen jetzt hier rüber. Und irgendwie fehlt hier ein Schild. Die Richtung weist. Ah ja. Aber aus der Ferne sehen wir eins. Also denken wir, das ist richtig. Wie gesagt, 3,2 Kilometer vom Ziel. Und der Weg ist Daumen hoch, würde ich sagen. Ist schön. Nichts, keine besonderen Highlights. Natürlich Stummorgelweg. Man könnte die Stummorgeln gucken gehen in die Kirchen, wenn sie denn aufwerten. Wären, aber wegen dem großen C sind sie zu. Aber uns würde hat der Weg interessiert, um nicht jetzt Orgeln zu gucken. Also von daher für uns nicht so schlimm. Aber wir haben jetzt noch 3 Kilometer zum Ziel, aber nicht ausmachen, geht noch weiter. Wir wollten uns aber von euch schon mal verabschieden, mit den Bildern alleine lassen, die noch kommen werden. Und wünschen euch schon mal von hier aus frohe Weihnachten. Und einen guten Rutsch. Ins neue Jahr. Und danke, dass ihr dabei wart und meine Videos so fleißig immer schaut. Dankeschön.